Verbänder und den Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien, Frauen und Jugend, und sagt was zu sich. Für die Bundesregierung möchte ich auch diese Gelegenheit nutzen und mich ausdrücklich für die zahlreichen Hilfsangebote aus dem Ausland zu bedanken. Besonders herausstellen möchte ich dabei hier die tatkräftige Hilfe aus Polen durch ein Feuerwehrteam mit über 150 Trocknungsgeräten. Wir freuen uns über diese Geste europäischer und nachbarschaftlicher Solidarität sehr. Unter anderem für Sabine Christiansen, Maybrit Illner etc. die Redaktion führt. Jetzt ist es nicht. Was wir aber mit großer Besorgnis und auch Erschütterung, vor allem in den letzten Wochen, unmittelbar nach der Hochwasserkatastrophe feststellen mussten, ist, dass es Menschen gibt, die diese Extremsituation nach einer solchen Hochwasserkatastrophe gezielt ausnutzen, indem sie Falschmeldungen und Desinformation verbreiten. Denn mit den Gruppen, die Sie dann später genannt haben, auch Reichsbürger? Diese Menschen tragen dazu bei, die angespannte Situation und die ja völlig verständliche Verunsicherung der betroffenen Menschen zu verstärken und auszunutzen. Hierzu gehören Menschen, die der Querdenker-Szene zugerechnet werden können. Sie untergraben mit ihrem Handeln auch das Vertrauen in die vielen freiwilligen Helfer, die gemeinschaftliche Bewältigung der Lage und staatliches Handeln. Frage, es geht wieder um die Einreiseverordnung. Was ist